Hallo, 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 hallo. Hier ist wieder die Iris Riedel von Unique by Iris. Hat bloß gerade anderes Licht noch angemacht. Also, ich habe mir Primer schon aufgetragen, aber noch kein Make-up. Und ich möchte euch heute Palette 6 zeigen. Die gibt es wieder, aber nur streng limitiert. Und anscheinend, ich glaube, auch die Palette 8 ist limitiert. Also, was weg ist, ist weg. Diesen Monat, wenn ihr so eine Palette nehmt und noch was dazu bestellt, also wenn der Mindestbestellwert 81 Euro beträgt, kriegt ihr eine Twisted Mascara. Und ich glaube, wenn er noch mehr bestellt, kriegt er noch einen Flüssiglidschatten dazu und noch, glaube ich, einen Lippenstift. Also, damit ihr Bescheid wisst, sieht man aber auf meiner Seite. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. So. So. Wir nehmen das Sprüh-Make-up. Schön schütteln tut man das. Wie gesagt, Primer ist schon drauf. So. Man muss da ein bisschen flotter arbeiten, weil das ein Airbrush-Finish ist. Und es trocknet schneller. Wenn Sie da hier neben meinen Spiegel gucke. Deswegen mache ich das etappenweise. Dass das schön verteilt wird. So. Meine Winterfarbe ist ziemlich, ja, hell, aber ist ja auch im Winter nicht gebräunt. So. Alles schön erwischt, jawohl. Ich mag das halt, weil das ist eigentlich wie wenn man kein Make-up trägt, weil es so leicht ist. Und es verstopft auch nicht die Poren, was ein gutes Make-up sowieso nicht sollte. Das ist, wie heißt, antikomedogen. So. So. Bisschen Concealer, nicht zu viel. Ich habe zurzeit sehr ziemlich, also Augenschatten nicht, aber ein bisschen angeschwollen. So, das reicht. An Menge einfach in eine Art Dreieck verblenden. Wenn ihr zu viel habt, könnt ihr einfach mit dem Kabuki-Pinsel nochmal drüber. Wird verblendet, muss man immer ein bisschen in den Spiegel gucken. Weil ich irgendwie am Handy nicht so genau sehe. So. Machen wir auch. Also wirklich nicht mehr und auch schnell verblende. Ich mache das so dreiecksförmig, das nennt sich Lichtdreieck, weil es Licht von oben kommt. Da kann man das eintupfen. Also man kann es natürlich auch mit einem Schwamm, aber ich bin irgendwie ein Pinselmensch. Mache es lieber mit dem Pinsel. Jetzt machen wir Augenprimer. Habe ich doch mehr schon raus. Auf. Wenn Sie halt den benutzte nehmen, sag mal. Egal. Augenprimer braucht er auch noch wenig, sehr wenig, aber lässt die Farbe total, also schöner rauskommen. Ist fast schon ein bisschen viel für beide Augen. So nur eine winzige Menge. Und es hält halt länger und hat auch den gleichen Effekt wie Primer, den man ins Gesicht tut, nämlich, dass es die kleinen Fältchen auffüllt und dass ihr eine glatte Unterlage habt, um den Lidschatten aufzutragen. Und der Lidschatten ist länger haltbar und die Farbe kommt besser raus, also alles, was man sich wünscht. So, Rouge.
Räume heute rosa. Palette 6 sind ja auch so rosa Töne. Man nehme dieses, die Lightful und Enthralled. So. Rosa lässt einen einfach gleich frischer wirken. Deswegen mag ich sehr gern rosanes Rouge. Nicht zu viel. So. So, wir machen aufs Ganze halt Wimpernbiege. Machen wir vorher, bevor wir die Lidschatten auftragen. Kann auch der Primer, also der Primer fürs Gesicht. Na, ist kaputt. Der Primer fürs Gesicht lasse ich 5 Minuten einwirken, bevor ich das Make-up auftrage. Deswegen habe ich ihn schon vorher aufgetragen, damit wir nicht zusammen warten müssen, bis er einwirkt. Aber der Primer an der Auge, der muss nur einziehen. Also der braucht keine Einwirkzeit. So. Damit ein Schwung in die Wimpern kommt. So. So. Wir beginnen mit diesem Delightful. Das kommt übers ganze bewegliche Lid und wir nehmen es auch als Highlighter. So richtig glitzernd. Die mich kennen, wissen ja, ich bin eine Glitzertante. Und neulich habe ich mir auch bestätigt, gesehen, weil ich gelesen habe, ältere Frauen machen oft den Fehler, dass sie sich nur noch unauffällig schminken, also nur noch beige und braun. Wobei so helle Farbe auch viel jünger mache. Und auch mal auffälligere Farbe. Schließlich wird man nicht über 50 zur neutralen Person, sondern wir sind immer noch Frauen. Bis wir 90 sind. Und die Frau sollte ja auf jeden Fall versuchen, also nein, man sollte ja versuchen, das Beste rauszuholen und warum nicht zu Mittel greifen, wo andere vielleicht sagen, was, Glitzerlidschatten ab 50? Nein, gerade jetzt machen wir das. Wir machen uns, das ist auch so weiblich, viel zu viel Gedanke, was andere von uns denken. Wichtig ist, was mir selber von uns denkt. So. Also denn schaut euch dieses Geglitzer an. Also den mag ich total gern. Palette 6 ist auch eine ganz tolle Palette. Sind warme Töne auch. So. So ein Pinsel, der muss nicht abgeschrägt sein, aber ich nehme gern so ein abgeschrägt und nehme mal dieses Braun. Das ist ja auch noch ein dunkleres Braun, was ich halt auch so an deiner Palette lieb. Du brauchst nicht überlegen, was passt zueinander. Jede Farbe von denen passt zu der anderen. Sind praktisch so abgestimmt und ausgewählt. Das reicht eine Palette, wenn mitnimmst du in Urlaub. So. Machen wir die Banane da oben. So nennt sich das. Das verleiht dem Auge Tiefe. Soll man auf jeden Fall bei Schlupflider auch machen. So. Huch, Gott, das bin ich aus Versehen ins Dunkle reinkomme. Das wollen wir nicht. Pinsel schnell wieder säubern. Dieses wird sich übrigens auch gut als Highlighter eignen, Lofty. Also ihr habt hier von auffällig bis zu nicht so auffällig alle Farben dabei. So. So, jetzt drehe die wieder über. Die Unique-Gelegenheit, also die Geld, die Verdienstmöglichkeit. Wenn jemand jetzt arbeitslos ist oder daheim sitzt im Lockdown, keine Aufgabe hat, nicht weiß, was er machen soll, bitte
geh mal in dich hinein, also denk mal nach, ob nicht Unique was für dich wäre. Network Marketing ist jetzt die Chance praktisch. Du kannst von überall arbeiten. Das gleiche, ne, hier ist mehr. Du kannst von überall arbeiten mit dem Handy. Also ganz egal. Ich würde mir das überlegen, ist einfach eine super Möglichkeit. Du wirst nicht unter Druck gesetzt, du machst dein eigenes Business auf und schaffst dein eigenes Imperium. Nee, ist so. Die Verdienstmöglichkeit ist super. Unique ist schon ein paar Mal zum besten Arbeitgeber gewählt worden. Und du hast keinen Boss. Du hast keinen Druck. Kannst mal, wie du willst. Ich habe am Anfang alles falsch gemacht. Wenn ich von Anfang an angefangen hätte, wie jetzt bin, wäre ich schon viel weiter, wenn ich das alles so gemacht hätte. Aber du hast in mir jemand, der Erfahrung hat und der dich an die Hand nehmen kann, weil ich jetzt weiß, wie es wirklich funktioniert. So. Hier machen wir noch ein bisschen mehr, sehe ich gerade hier. Das ist praktisch. Seht ihr hier so eine Lücke? Auch Belohnungen, die man immer wieder kriegt, einfach nur, dass man seine Arbeit macht. Ich habe jetzt doch, ja, habe ich gepostet neulich, so Gesichtsbürste. Hier mit so drei verschiedenen Aufsätzen. Zur Gesichtsreinigung und zum Creme einmassieren und so. Und das finde ich halt auch so toll. Und natürlich auch der Zusammenhalt von den einzelnen Unique-Präsenterinnen. Als ich letztes Jahr das erste Mal auf so einer Veranstaltung war, war ich echt begeistert. Ich habe ja da niemand kannt. Mein Team ist ja in Schottland und die Veranstaltungen sind in Deutschland, diese andere Veranstaltung wie in Schottland. Und bin ich einfach hingegangen, vom Internet kann die zwei Stück. Bin ich hingegangen, haben uns dort getroffen, also das erste Mal persönlich. Habe ich zu meinem Mann gesagt, also ich hätte auch alleine hin können. So nett und freundlich. Wie alle untereinander sind, ist wirklich einfach toll. Also überlegst dir, wenn du dir ein zweites Standbein aufbauen willst. Network Marketing ist die Zukunft einfach. So. Und vor allem so Pandemie oder so, die können dich dann kalt lassen. So, weil du alles von zu Hause aus machen kannst. Seht ihr, jetzt habe ich ein bisschen mehr verblendet, damit es nicht zu dunkel ist. So. So als Lidstrich, also als Kajal, nehme ich auf jeden Fall weiß. Ah, wer guckt denn hier zu? Mein Schatz. Die andere erkennt nicht. Hallo. So. Das ist zum Augenöffnen. Es öffnet einfach den Blick, wenn das hier weiß ist. Wenn es schwarz ist, wirkt das Auge sehr verkleinert. So. Als normaler Kajal nehme ich diesen braunen. Der hat fast die gleiche Farbe wie die dunkle Lidschattenfarbe. Die sind so weich, die Stifte, echt. Lasse sich super toll benutzen. Dankeschön. Ja, lasst mir ein paar Herzen da. So. So. Wimpern haben wir gebogen. Als Highlighter haben wir gesagt, nehmen wir, das ist auch das Gute an diesen Paletten. Könnte man jetzt entweder das oder das. Wir machen es natürlich Glitzer. So. Hier oben. Das ist ganz wichtig bei Schlupflider,
weil das auch das Auge öffnet, wenn man hier, muss man näher an den Spiegel ran, diese Lücke zwischen Lidschatten und Augenbraue Anfang, ja, auf hell macht. Hell macht einfach. So. Na, muss ich mal irgendwie einen anderen Pinsel da. Vorhin meine Pinsel gewaschen. Ah, hier kommen die Herzen. Dankeschön. Vorhin meine Pinsel gewaschen. Der war wohl noch etwas feucht. Jetzt geht's. So. Das ist ein Creme-Lidschattenpinsel. Aber der funktioniert auch, weil das so ein ganz neuartiger Lidschatten ist, den man ein bisschen so auftops. Wie sagen die Engländer, sage dip. So, genau. Wollen wir aber ja noch hier. Es wird nachher alles verblendet, keine Angst. Sieht man jetzt vielleicht nicht richtig, ja, aber ich sehe es im Spiegel. Ich glaube, ich habe mich so schmutzig gemacht, ey. So, jetzt wird es mit einem sauberen Pinsel schön verteilt, verblendet. Auch mit Rouge. So. So, Wimperntuschen. Twisted die Bindro, wollte ich gerade. Die Twisted Wimperntusche nehmen wir, die kriegt man ja auch dieses Mal als Geschenk, wenn der Mindestbestellwert 81 Euro ist. Ich glaube 81. So. Das finde ich total cool, weil die trennt die Wimpern. Also die ist für die kurze Wimpern. Er kommt ja auch ganz an eure Wimpernwurzeln. Na, jetzt habe ich wieder Fusseln. Wo er sonst mit einer normalen Mascara-Bürste gar nicht hinkommt. Und jede dieser zwei Bürste, das ist ja das Tolle, hat einen extra Mechanismus, dass genau so viel Material, also Tusche, drauf ist, wie man braucht. Man braucht also nicht blöd abstreifen oder Angst haben, es gibt Klümpchen. Nein. So. Eignet sich hier für diese äußere Haare, Wimpern, Haare und hier auch im Augenwinkel. So, ich habe mir das Angebot 3 Lippenstifte von den neuen Lippenstiften, die Farbe, die mir noch fehle, bestellt, kriege ich eine Twisted dazu. Also ist noch nicht gekommen, aber ich habe gerade neue aufgemacht, wird sie schon ersetzt. So, aber was ich vorhin gesagt habe, von der Verdienstmöglichkeit mit Unique vom Business, wer sich einfach dafür interessiert, schreibt mir einfach. Ich werde euch jede Frage beantworten, wenn sie in meiner Macht steht, wenn nicht, werde ich mich erkundigen. Wäre auch mal irgendwie dieses Jahr Zeit, was Neues zu machen. Raus aus der Komfortzone. Rein ins Unique Business. So. So. Wie gesagt, das war die Präzisionsbürste. Und jetzt kommt der Knaller. Passt mal auf. Also das ist jetzt der ganz natürliche Look. Jetzt nehme ich die Kammbürste. Schon Wucht, oder? Da sind keine Fasern und nichts drin. Das ist nur die Tusche. Gut, oder? Draußen schreit mein Kater rum.
Finde ich halt auch so toll, weil die die Wimpern so trennt. So. Erste Lage. Drüber auch. Ups. Leider nicht wasserfest, aber trotzdem toll. So. Ich hab da so Fusseln an der Mascara. Die Wimpern krachen immer ab, wachsen neu, fallen aus. So, und hier habt ihr wirklich, also speziell auch für kurze Wimpern ist die Mascara super. Weil er echt jedes noch so kleine Härchen erwischt, weil die Bürste so klein ist. Also die eine Bürste hat ja zwei. So. Ich liebe einfach die Wimperntusche von Unique. So, hier haben wir ein bisschen verschmiert, aber auch gar kein Problem. Kriegt man ganz leicht wieder ab. So, so jetzt nochmal mit der Gose drüber. Der beste Effekt ist, wenn man während dem Dusche die Augen wie zwinkert. Ist auch bei der 4D-Mascara. Da dreht man ja dann die Bürste. So. 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 Lippenstift. Kennt. Flaunty, super Farbe, passt super zu meinem T-Shirt. Oh, jetzt habe ich mich versaut. Mit Lidschattengebrösel. So. Eine Linie drumherum. Braucht man auch nicht, aber ich mache es, weil ich so Fältel habe. Der Lippenstift läuft normal nicht aus, aber ich mache es einfach aus Gewohnheit. Ein bisschen. Dass die Lippen schön trocken sind. So, jetzt kommt der Knaller. Flaunty heißt der. Und die sind matt. So. Und er hält unglaublich lang, also auch beim Essen und so. Versaut. So, das war's schon. Jetzt nehmen wir mal natürlich Setting Spray, damit es auch bleibt. Auge zu. So, Band runter. Oje, Frisur versaut, egal. Hier war wieder eure Iris Riegel von Unique bei Iris. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Wir sehen uns am Freitag. Bis dann. Tschüss.